Ja, man hat bei den Stationen ganz sicher nicht an der Größe gespart. Das kann man unschwer erkennen. Die Stationen sind riesengroß. Ne? Riesengroß. Und ja. Also es ist wirklich bemerkenswert, ne? Wie riesig man es hier angelegt hat. Eine riesen Haltestationsanlage. Da. Riesengroß. Warum so riesig? Keine Ahnung. Es ist irre. Ist echt irre, was man hier unter die Erde gesetzt hat. Quasi. Ne? Ist gewaltig. Gewaltig groß. Ja. Gewaltig groß. Hier. Da geht es zur U-Bahn-Linie 7 und hier führt ein ganz neu gebauter unterirdischer Durchgang hin. Der ist natürlich auch nicht kurz, sondern lang. Man kennt es aus Barcelona. Also man hat hier keine Kosten und Mühen gescheut. Da ist der Autoverkehr. Man hat hier wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Das ist, was das gekostet hat, ein Schweinegeld. Das auf jeden Fall. Tunnel sind teuer. In der Unterhaltung. Aber diese Latscherei ist echt. Boah. Ah, guck mal, du kannst jetzt hier zur Linie 7 gehen. Und da kann man hochgehen. Das ist ein Abgang. Und hier kann man zur U-Bahn-Linie 7. Quasi dann umsteigen und durch diesen langen Tunnel kommt man dann dahin. Ist das nicht bezeichnend, wie lang die Wege sind, ne? Und hier hat man eine U-Bahn-Station extra für die U-Bahn-Linie 7 eröffnet, die auch nicht gerade ausgelastet ist. Und wenn die neue Haltestation auch nicht ausgelastet ist, das wäre schade um das schöne Geld, was man dafür verbraten hat. Ne? Das hier ist der Teil der U-Bahn-Linie 7. Dieser Stationsteil ist auch nicht alt. Der ist auch gerade mal 3 Jahre alt. Also man hat hier einiges neu gebaut in den letzten Jahren. Also anders kann man das wirklich nicht sagen. Man hat einiges hier neu gebaut.
Man hat einiges hier neu gebaut, aber von der Auslastung her ist es ja.